wir zwei hier, Alena und meine Wenigkeit, Markus. Wir dürfen euch herzlich einladen zum Konzert. Heute gibt's Live-Musik. Film- und Medienkompositionen wurden eingereicht über das ganze Jahr 2021. Music for Media. Wir haben einen Call gemacht, wir haben eine Ausschreibung gemacht. Wir haben Komponisten gefunden aus Österreich, aus Deutschland. Wir haben sie prämiert und wir haben sie jetzt im Programm und führen live dieses Programm auf. Es sind Uraufführungen dabei, es sind alte Stücke dabei, neue Stücke, es ist jazzig dabei, es ist poppig, es ist a cappella, es ist alles, was das Herz begehrt. Wunderschöne Filmmusik. Und es geht natürlich um Medien- und Filmmusik und wir freuen uns sehr. Wir hoffen, euch ein paar Bilder in die Fantasie einpflanzen zu können mit unserer Musik. Habt Spaß, genießt das Konzert. Es war ein wahnsinniger Mammutakt, das alles möglich zu machen. Die Musiker, der Chor, die Location, die Finanzen, der Call. Alena, du hast so viel geholfen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Bitte? Aber nicht so, sondern mit Stativ, glaube ich, ist geschickt, oder? Achso, dann stellen wir hier noch eins hin. Das heißt, das ist ein Arrangement von Gigi Dagos Anadara. Magst du mal sprechen? Hast du es jetzt? Gigi D'Agostino, L'amour de jour ist bekannt als... Moment, nochmal. Wir haben Sie heute hier als Komponisten zu Gast und freuen uns sehr, dass die Komposition Pegasus es dann geschafft hat, jetzt auch hier live aufgeführt worden zu sein. Wie hat es Ihnen gefallen? Ja, sehr gut. Ja, also das war sehr schön heute, die Aufführung mit dem begabten Dirigenten. Tried my best. Es war eine schwierige Herausforderung auch, also dieses Stück aufzuführen und auch in so kurzer Zeit. Wie haben Sie damals, das ist ja schon 1989 komponiert worden, wie haben Sie so, also komponieren Sie heute immer noch, hat sich Ihre Kompositionsweise verändert? Naja, es war 85, da war ich gerade im Burgtheater und war Sänger dort. Da gab es einen Chor. Und wir hatten Proben, Zeiten, Tage, da sind wir bestellt worden. Wir sind aber nicht drangekommen. Jetzt hatten wir viele Zeit zum Warten in der Kantine oder in der Garderobe oder in der Maske oder was weiß ich wo. Und da habe ich mir gedacht, das Gescheiteste, ich fange was zum Komponieren an. Dann gab es einen Kollegen, der hat gesagt, na, das glaubt er mir nie, dass ich da was komponiere. Und das war aber der Pegasus. Es war gerade am Ende meines Studiums. Ich habe ja von 1975 bis 1985 an der Musikhochschule studiert. Das war das ist die jetzige Musikuni, nicht? Und habe also bei Friedrich Zerha abgeschlossen 1981 und habe dann noch Dirigieren studiert bei Ottmar Suitner bis 85. Applaus.
parliamo della Sinfonia per l'Europa. Wir sprechen über deine Sinfonie. Wie hat dir die Aufführung heute gefallen? Super, bravo Markus, bravo Orchester. Also ich bin wirklich beeindruckt, so in so viele kurze Zeit alle Energie und Konzentrationsfokus und super geschafft. Danke Markus. Es ist eine wirklich heftige Komposition, die du da hast. Ne? Die ist wirklich nicht leicht. Die Musiker haben es gut geschafft für das, dass sie da jetzt leider unterprobt waren. Aber aufgrund der Ressourcen konnten wir das nicht besser schaffen. Europa, deine Sinfonie, hast du so eine politische Botschaft vielleicht auch integriert in die Musik? Oder bist du so eine nicht politische Komponistin? Frage ich jetzt mal einfach so. Politisch sind wir ungefähr alle, bewusst oder unbewusst. Deswegen alles ist politisch, auch wenn wir eine Flasche Wein kaufen. Aber die Sinfonie hat keinen politischen Hintergrund. Damals war die Situation in Europa in 2003 viel anders als jetzt. Auch die Welt hat sich in diesen 20 Jahren wirklich sehr viel verändert. Und jetzt nochmal Lukas Ramamoncisoa für den Chor, bitte. Einmal Lukas Ramamoncisoa, dann haben wir's. Einmal Soundcheck für den Chor, bitte. Florian, Soundcheck jetzt Chor. Soundcheck Chor wäre jetzt gut. Wir singen jetzt. Max Hauer alias Claire bist du heute gewesen und bist du immer noch im Konzert. Wir haben deine Tunes zum Besten gegeben. Wie hat es dir gefallen, das ganze Projekt rauf und runter? Es gab Höhen und Tiefen. Sag zwei, drei Worte. Ich habe es sehr spannend gefunden. Also ich habe noch nie mit einem Orchester wirklich gearbeitet oder gespielt. Ich hab den Prozess. Also das Konzert war cool, war super, war alles super, aber eigentlich das Coole war für mich der Probeprozess. Okay. Wie das Ganze von der ersten Probe, vom, keine Ahnung, am Treffen und einmal alles durchspielen, bis zum Konzert kommt. Naja, also da kann man eigentlich nicht viel sagen. Das kriegst du schon, ja? Du schaffst es, ja? Es ging relativ schnell. Wir haben da jetzt irgendwie zwei Wochen, ne? Vier, fünf Proben gehabt. Wow. Aber ich finde, da haben wir eigentlich eine schöne Interpretation jetzt hergelegt. Bist du zufrieden? Ja, voll. Und ich finde, es ist also eben also natürlich schwierig. Es wäre schwierig gewesen, das ganze Stück zu spielen, diese 40 Minuten oder die 30 Minuten. Aber ich finde es cool, zumindest einmal einen Teil mit dem ganzen Orchester und dem ganzen Ding gehört zu haben, dass man sieht, wie das klingt und wie das dann halt wirklich tut, wenn da ein ganzes Orchester dabei ist. Ja, hat schon eine Wucht gehabt irgendwie, ja, oder? Also, ganz anderes wie also ganz anderes Feeling wie im Studio. Im Studio ist anders cool, aber es ist, wenn halt alles gleichzeitig da ist, schon leibend. Wir hatten ja heute auch das Wort systemrelevant, Kunst, systemrelevant etc. Momentan fliegt die Kunst wie ein Pegasus davon, gen Himmel, zum Uranus und kommt nicht wieder. Wie sehen Sie die momentane Situation, Herr Blechinger? Ich sehe die Situation so, dass wir in einer interessanten Zeit sind, wo sich sehr viel tun kann. Und das werden die nächsten Wochen, die nächsten Monate und vielleicht auch die nächsten Jahre entscheiden, wie es mit uns weitergeht und unserer Musik. So würde ich das. Kommst du im Beruf zurecht und wie läuft es gerade so einfach nur so zur Komponistenszene etc.? Es läuft sehr schwer.
Und ich bin diesem Mann, Marco Sotiris, sehr dankbar, weil er hat wirklich gegen so viel auch gekämpft, damit diese Projekte stattfindet. Und deswegen, trotz alles, er war wirklich stur und er hat sich durchgesetzt mit seinem Projekt. Und das ist ein bisschen Licht in diese schwierigen Momente für uns Musiker, besonders für Chorleiter, weil also man sagt wegen Aerosol, dass man sich ansteckt, deswegen die Leute haben sehr viel Angst. Und ich denke, man muss nicht vergessen, dass die Freude ist beste Heilmittel für die Seele. Vielleicht ist es jetzt die Zeit, wo das Stück am aktuellsten aufgenommen wird. Damals war es wahrscheinlich noch viel zu früh. Ja, das heißt, Sie komponieren eigentlich Ihre Zeit auch voraus? Das ist ganz normal. Also das ist normal bei den Künstlern, dass sie immer ein paar Jahre voraus sind. Ja, daran muss man sich gewöhnen. Leute, das war unser Jahresabschlusskonzert und wir sind durch. Ich freue mich sehr, dass alles geklappt hat. Man sieht, die Leute sind devastated. Also wir haben alles aus ihnen rausgeholt. Sie sind geschwitzt, sie haben geschwitzt, sie haben geblutet, sie haben geatmet, sie haben gesungen, sie haben geschrien, sie haben innerlich gebebt. Und das haben wir alles möglich gemacht. Der Adrian bebt immer noch. Kann man mal den Herrn Gogisch zeigen, wie fertig er ist? Er ist einfach nur fertig. Und auch der Adrian bebt noch innerlich. Ich bin hier jetzt direkt offline. Das war's von uns. Wir sind fertig mit allem, mit den Nerven. Die Kunstszene ist ein bisschen auch, wie soll ich sagen, abgestellt worden am Abstellgleis. Und ich hoffe, wir haben einen Beitrag geleistet dazu, dass Kunst wieder gehört werden kann, Musik wieder stattfinden kann. Und es ist unglaublich, was gerade passiert. Die Symphonie für Europa hoffentlich wird sie ein Andenken oder vielleicht auch eine Zukunftsmusik sein zu Europa, einem Europa der Freiheit, einem Europa der Gemeinsamkeit, der Liebe, der Harmonie. Und wir hoffen, dass das stattfinden kann, auch in Zukunft. Und bitte achten wir alle gemeinsam auf ein gemeinsames Universum. Wir sind alle kleine Universen mit all den kleinen Partikeln und den ganzen verschiedenen Individuen auf diesem Planeten und wir sind alle eins und das macht Musik immer wieder möglich, das zeigt Musik und das ist das, was uns am Leben hält, uns Musikerinnen, Musiker, das ist das, was euch da draußen, ihr hört Musik jeden Tag, ihr lebt Fernsehen, ihr liebt Fernsehen, ihr liebt Netflix, ihr liebt alle Musik, ihr hört es jeden Tag und das müssen wir auch wieder wertschätzen und deswegen, liebe Leute, ein Appell hier aus unserem kleinen unbekannten Saal und Backstage hier. Ich sage einfach mal, pass mal gemeinsam aufeinander auf und bleiben wir geimpft und gesund und in dem Sinne aber auch vor allem cool, also menschlich cool.